von Nord bis Süd wird er heute also gebührend gefeiert, unser Landespatron. Ein ganz besonderes Fest richtet ihm die Gemeinde St. Martin an der Raab aus. Dort hat es heute erstmals einen Martini-Kirtag mit alter Handwerkskunst und allem, was so dazugehört, gegeben. Als wahre Martini-Hochburg präsentiert sich heute St. Martin an der Raab. Und obwohl das Wetter nicht ganz mitspielt, immer wieder beginnt es zu regnen, sind viele gekommen, um den heiligen Martin hochleben zu lassen. Sogar eine Martinskulptur vom Neumarkter Künstler Johann Lamm wird enthüllt. Der heilige Martin ist unser Schutzpatron. Wir haben eine Martinskirche, einen Pfarrer Martin. Und natürlich auch aufgrund dessen feiern wir Martini auf diese Art und Weise. Und ich denke mir, es ist ein wunderschöner Ortsname, St. Martin. Und wir wollen den heiligen Martin wirklich Ehre erweisen. Und ich glaube, wir sind ihm verpflichtet. Und deshalb bemühen wir uns einfach, dass wir diesen Martinitag dem heiligen Martin entsprechend einfach wiederbeleben. Nach dem Festgottesdienst in der Kirche wird am Marktplatz und im Gemeindeamt altes Handwerk präsentiert. St. Martin an der Raab hat auf diesem Gebiet viel zu bieten. Aber auch die Kulinarik kommt im Freien und im Festzelt nicht zu kurz. Zum Martini-Fest servieren wir heute eine ganz Leinmachsuppe mit Bröselknödel und einem Gänsemarsch. Das ist ein Kartoffelkröstel mit Gänsefleisch drauf und Buttengeschnetzeltes. Unser Weingut kreierte erstmalig den Martini-Wein für das Martini-Fest in St. Martin an der Raab. Sehr guter Tropfen Rotwein und Weißwein, beides Cuvée. Wir hatten heute schon die Weintaufe in der Kirche. Der Wein ist gesegnet und es ist ein sehr gutes Tropfen geworden. Trinken, essen, feiern, das ist heute die Devise in St. Martin an der Raab. Obwohl ich nicht Martin und Martina heiße, aber Brigitte, feiere ich heute natürlich meinen Geburtstag am heiligen Martinstag. Ja, ich habe bis jetzt gearbeitet, nicht Blumen weggeräumt und so, und jetzt habe ich gesagt, jetzt gehe ich Mittagessen. Und ja, bleibe ein bisschen Kaffee trinken und gehe heim. Vormittag habe ich Messe gefeiert und alles anlässlich Martins Fest. Und heute und jetzt esse ich Martins Gans. Und wir feiern auch ganz heute durch. Immerhin kommt der Reinerlös der heutigen Martini-Feier in St. Martin an der Raab, dem Vinzidorf in Graz, zugute.